Hier klopft demnächst das Schicksal an die Tür. Der Frühling ist ja berüchtigt für seinen frischen Wind, der manchmal nicht vor der Haustür Halt macht. Mit der Winterruhe jedenfalls geht es nach Mutter Natur spätestens im April endgültig vorbei. Dann wird es Zeit für neue Pläne und Vorhaben. Auch das eine oder andere Lebensziel darf gerne wieder anvisiert werden. Die Sterne stehen günstig dafür. Vor allem drei Sternzeichen werden im April mit echten Quantensprüngen rechnen müssen. Widder, endlich darfst du zeigen, was du kannst. Der Widder würde nur zu gerne einmal demonstrieren, was wirklich in ihm steckt. Dieses Sternzeichen leidet von klein auf unter dem Vorurteil, bockig und unberechenbar zu sein. Dabei sind Temperament und Leidenschaft nur zwei Wesenszüge, die man erst zu zähmen lernen muss. Auch im Erwachsenenleben sind Widder manchmal die Außenseiter, die für Irritationen und Stirnrunzeln am laufenden Band sorgen. Wenn ihre Gefühle mit ihnen durchgehen, stehen auch ihre Überzeugungen am Pranger, jedenfalls fühlt es sich für sie so an. Sie müssen direkt und offen kommunizieren. Alles andere käme ihnen verlogen und falsch vor. Kein Wunder also, dass sie manchmal anecken, vor allem im beruflichen Kontext, wo das Klinkenputzen und Faserschmeicheln immer noch hoch im Kurs stehen. Was Beförderungen und Gehaltserhöhungen betrifft, geht der Widder daher manchmal leer aus. Ihm fehlt die leider immer noch nötige Diplomatie, um die Chefetage in der richtigen Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Doch der April könnte diesen Missstand nun endgültig beheben. Der Widder darf sein volles Potenzial entfalten und endlich zeigen, was in ihm steckt. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wird seine Art, die Dinge zu handhaben, definitiv gut ankommen und ihm die Chance seines Lebens einräumen. Alle Rückschläge und Hindernisse, die weder mit einem beherzten Bocksprung noch mit seiner für ihn typischen Kopf-durch-die-Wand-Taktik zu bezwingen waren, erweisen sich jetzt als Wegbereiter. Seine Sturheit wird ihm plötzlich gedankt und als das erkannt, was sie im beruflichen Kontext ja eigentlich ist: Beharrlichkeit und der unbedingte Wille zum Erfolg. Es kann sein, dass neue Vorgesetzte auf den Widder aufmerksam werden oder sich einfach die Rahmenbedingungen und Umstände zu seinen Gunsten ändern. Stier, Geldsegen und eine Imagepolitur sind angesagt. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass die Frühlingsstürme die alten Zöpfe des Winters zur Tür hinauswehen und die Dämonen des Stillstands und der langweiligen Mittelmäßigkeit gleich dazu. Beides, spießiger Traditionalismus und mittelmäßige Verhältnisse, sind für den Stier keine Optionen. Er liebt das Beste, Schönste und Begehrenswerteste und das in allen Lebensbereichen. Den Frühling kann er daher kaum erwarten. Seine Geburtsmonate April und Mai hat das Universum ziemlich sicher nicht zufällig gewählt. Die Dynamik ihrer Aufbruchstimmung liegt dem Stier und er kann jedes Jahr kaum an sich halten, endlich die Welt zu erobern. Der April spielt ihm dabei heuer zweifellos in die Hände. Alles beginnt damit, dass finanzielle Zuwendungen die Haushaltskasse der Stiergeborenen erfreulich auffüllen werden. Woher der Geldsegen kommt, ist dabei einerlei. Wichtig für den Stier ist jedoch zu erkennen, dass auch seine Bemühungen Früchte getragen haben. Er ist ein stolzes Sternzeichen, das nichts geschenkt bekommen möchte. Almosen würde er rundheraus ablehnen. Doch seine Liebe zu schönen Dingen und ein klein wenig Luxus kosten ihm Geld. Zeitgleich mit dem erfreulichen Upgrade seiner hohen Kante wird sich aber auch in Sachen Image und Außenwirkung ein deutlicher Aufschwung bemerkbar machen. Er trifft möglicherweise die richtigen Leute und wird in gesellschaftliche Kreise eingeführt, die ihm den Weg nach oben ebnen. Für den Stier sind solche Dinge wichtig. Er möchte sich und anderen beweisen, dass er für ein Leben an der Spitze wie geschaffen ist. Wenn der April einen dankbaren Abnehmer für seine stürmischen Ambitionen findet, dann ist es dieses Jahr sicher der Stier. Er wartet schon lange auf diesen Höhenflug und der nötige Rückenwind kommt ihm sehr gelegen. Löwe, die Liebe findet den Weg zu dir. Bei den Löwen steht im April ausnahmsweise nicht das Standing in der Öffentlichkeit oder die Bewunderung am Wegesrand seines Erfolgskurses auf dem Programm.
Völlig unerwartet und dennoch höchst willkommen wird ein anderer Gast den inneren Kreis der Löwen betreten, die Liebe. Für das stolze und nicht wenig von sich eingenommene Sternzeichen ist diese stürmische Veränderung ein echtes Herzensprojekt. Die Löwen brauchen Menschen um sich herum, denen sie vertrauen und deren Loyalität sie sich immer sicher sein können. Leichtfertig verschenken sie ihr Herz niemals, lieber bleiben sie allein. Die Ansprüche sind hoch, was die perfekte Partnerin oder den idealen Partner betrifft. Doch die Magie der Frühlingsgefühle bringt auch dieses Wunder zustande. Ein Mensch wird dem Löwen im April begegnen, der seinen Glauben an diese Himmelsmacht wieder beflügelt. Es wird weder kompliziert noch allzu erschütternd sein, sondern sich leicht und unbeschwert anfühlen, ganz so, wie es eben sein soll, wenn es passt. Diese neue Ära wird das Leben der Löwegeborenen ganzheitlich beeinflussen. Sie haben nun noch einen Grund, um zu glänzen und das Beste aus ihrem Dasein herauszuholen. Als Partner sind die Löwen nämlich von der Alles-oder-Nichts-Fraktion. Sie würden sich sprichwörtlich zerfleischen für ihre Lieben und jeden, der ihnen schaden möchte, natürlich erst recht. So gesehen ist der Löwe bestens vorbereitet, wenn Venus im April an seine Tür klopft. Er wird vielleicht überrascht sein, wie sehr dieser Mensch sich nahtlos in sein durchdachtes Leben einfügt. Aber er wird auch erkennen dürfen, dass das Warten und das Pflegen seiner hohen Ansprüche sich tausendfach gelohnt haben. Mit weniger hätte ein Löwe sich niemals zufrieden gegeben. Unser heutiges Fazit: Der nächste Level ist kein April-Scherz. Es ist ein wundervolles Backup, das die Natur uns im Frühling bietet. Wir können uns ihrer Kraft und ihres frischen Schwungs bedienen und ganz nebenbei selbst zu Höhenflügen durchstarten. Für Widder, Stier und Löwe wird dieser April ein echter Gamechanger werden. Herzenswünsche werden erfüllt, die Liebe klopft an die Tür und beruflich regnet es endlich die wohlverdiente Anerkennung. Es ist kein Zufall, dass gerade der Frühling auch uns Menschen als Phase des Aufbruchs dient. Alles um uns herum befindet sich in einem dynamischen Wandel. Und dieser kosmische Energieflow überträgt sich erfreulicherweise 1:1 auf uns. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.